Wobei es die Frage ist, kann ich jetzt... Wahrscheinlich muss ich jetzt mit dem Aufzug fahren. Warum muss ich mit der Drohne da rein? Ah ne, ich muss wahrscheinlich eine Etage tiefer. Da unten waren ja Fahrstühle. Moment, bin ich jetzt ganz Banane? Wo geht's hier eine Treppe nach unten? Arbeitet hier auch jemand oder stehen alle nur rum? Entschuldigung, Wache. Na toll, hier komme ich raus. Oh, lass mich raten, jetzt fahre ich den gerade runter. Ah, du dumme Wache, geh weg. Ich lenke ihn mal ab. Okay, das ist merkwürdig. Das Teil ist im Arsch. Okay. Ich lasse den mal hier positioniert. Vorsicht, 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 Vorsicht! Nein, 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 nein! Oh. Oh, na komm. Fliegen wir mit der Drohne hin, die kann es glaube ich auch hacken. Also ich fällt mit der Drohne runter. Finde den Zugangsschlüssel. Na toll. Thank you.
Wird wahrscheinlich der Rückweg sein. Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, da ich mich selbst vielleicht auf den Fahrstuhl begebe und dann von oben drauf sitzend runterfahre, aber... Toll, jetzt stehen hier hinten drei Wachen. Zivilisten haben hier keinen Zutritt. Gehen Sie weiter. Ja, ich sehe, das ist die Nudelhauptzentrale. Blubblub. Stopp. Dann versuchen wir es mal, so wie ich gerade gesagt habe. Dass ich mich hier auf die andere Seite begebe, da drin ist ja nichts mehr. Wir setzen den als Lovebot ein. Draußen scheint halt auch nichts zu sein, ne? Deshalb, ich muss wirklich physikalisch darunter gehen. Aua! Das finde ich manchmal ein bisschen merkwürdig, es ist nicht so 100% ersichtlich. Ja. Alles klar. Jetzt darf ich. Das hier ist eine Sackgasse. Ich komme nur mit Horatios Code in die Serverfarm. Hast du ihn gefunden? Hab sein GPS, aber er antwortet nicht. Ich patch dich rein. Ach, weißt du, wo sie ist? Jetzt in der Personalabteilung. Die Tastenanschläge auf deinem PC sind Beweis genug, um einzufahren. Aber ich will, dass du es zugibst. Du glaubst nicht, wie gern ich dich sagen hören will, dass du es versaut hast. Hey Mann, ich will hier nicht der Böse sein, okay? Okay. Ich sag's dir ganz ehrlich, so unter uns. Du wirst verknackt für Cyberterrorismus. Das ist unvermeidlich. Aber wenn du mit uns kooperierst, kriegst du vielleicht... Was? Wie kann... Wer hört denn bitte so einen Mist? Hab die Dinger immer gehasst. Aber irgendwie süß. Nein. Jetzt reicht's. Das ist der reinste Zirkus. Diese IT-Deppen müssen endlich was tun. Ja, ich bin hier jetzt nicht zurück. Habt ihr das gehört? Ja, ihr Vögel habt alles im Gebäude. Mit demselben Netz verbunden. Auch das Spielzeug. Könnt ihr abstellen, dass ihr alles verrückt spielt? Okay, und hier ein heißer Tipp. Nicht entschuldigen. Lieber gleich von Anfang an richtig machen. Ja. Im Ernst? Ich weiß.
Aha. Wirklich? Ja. Jasmine, hi, wir haben gewartet. Horatio Collins, das sind sehr ernste Anschuldigungen, die Sie vorbringen. Wir brauchen einen sicheren Raum. Tja, die Beweise sprechen für sich. Mr. Carlin, ich fürchte, ich muss Sie bitten, mir zu folgen. Bleib cool, wir löschen die Sachen. Dann kannst du weiter für deinen Lieblingsverein arbeiten. Ha, ich gebe Codes ein, um die Tasten zu berühren. Du hast das drauf, Horatio. Halt einfach durch. Wir haben hier alles ziemlich gut gesichert. Anscheinend. Ja, Google hat ja wirklich eine der besten Serverfarmen auf der Welt, muss man dazu sagen. Die zeigen ja auch relativ viel vom, wie es ist, wenn man bei Google arbeitet, so Geschichten. Wenn man allein nur der Festplattenschredderer ist, wie viel Sicherheit man da umgehen muss. Beziehungsweise, naja, umgehen ist vielleicht das falsche Wort. Aber läuft halt alles so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Wie man mit Daten umgeht. Also beziehungsweise nicht Datenschutz nach deutschem Maßstab. Das ist ja eh mal was anderes. Die Deutschen sind ja eh in Sachen Datenschutz. Das ist er. Ziemlich durch. Was ja auch okay ist. Daten sind jetzt Dead-Sex-Daten. Ich bin raus, aber Horatio sitzt in der Klemme. Kann einer von euch einem Bruder helfen? Wir haben Zugriff auf jeden Arbeitsplatz bei Noodle. Einschließlich Horatios und den von Brody. Moment, hab gleich alles soweit. Gut, dann lass mal sehen. Okay, erledigt. Mal sehen, wie es Horatio geht. Wahrscheinlich hängen die jetzt alles dem anderen an. Ich bedauere, dass Sie nicht mit uns kooperieren möchten. Ich rate Ihnen dringend dazu, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Ja? Sie haben die Tastenanschläge? Ich verstehe. Vielen Dank. Mr. Carlin, ich muss mich entschuldigen. Offenbar haben wir einen großen Fehler gemacht. Ich... So eine Überraschung. Ich bitte um Verzeihung. Sie können natürlich gehen. Ich bin nur froh, dass sich das geklärt hat. Wow, das ist ein Irrtum. Ich meine, er... Mr. Goodale, nehmen Sie Platz. So, ich glaube, okay. Ich glaube nicht, dass... Setzen! Ich will aber noch die anderen Server hacken. Horatio, das war heftig. Alles gut? Mir geht's besser als gut. Wo bist du gerade? Wir treffen uns vor dem Nudelbus. Ach nee, muss ich gar nicht mehr. Also einfach hochgehen und alles ist gut. Obwohl das hier nur im
Moment, jetzt lass mich mal eben reingucken. Okay. Die Tür hat mich übelst rein verletzt. Wir haben die Kabelstränge, die auch vernünftig in den Kanälen drin sind, aber... Spielen die Server Musik? Das sollten sie eigentlich nicht tun. Eine Serverfarm ist übrigens auch sehr laut. Man muss sich vorstellen, dass unglaublich viel Abwärme existiert, beziehungsweise produziert wird. Und dementsprechend muss das System auch sehr gut gekühlt werden. Lass mich raten, ich kann den Fahrschauer nicht nach oben nehmen. Nein. Hey, ich bin in einem riesen Kühlraum. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Ja, kein Problem, Mann. Im hinteren Teil ist ein Entwässerungsrohr, durch das du einen äußeren Zugang erreichst. Cool, danke. Hast du Horatios Tastenanschläge durch Goodales ersetzt? Niemand schikaniert unseren Horatio und kommt damit davon. Echt heimtückisch, Citara. Ich nehme das als Kompliment. Warum muss denn Google alle Pipes in unterschiedlichen komischen, knalligen Farben haben? Das sieht aus, wenn ich bei Super Mario zu Hause sitze. Tja, und schon bin ich frei. Wisst ihr eigentlich, dass man beim Rennen mehr Regenwasser aufnimmt als beim Gehen? Es gab dazu eine Studie damals, also Studie nicht, es gab ein Experiment, wo nämlich einmal im Regen einer zu Fuß losgegangen ist, beziehungsweise also ganz normal gegangen ist und einer ist gerannt nach Hause und der gerannt ist, hatte später mehr Wasser in seinem Pulli als der, der gegangen ist. Was damit zu tun hat, dass wir halt gegen die Regentropfen laufen, wenn wir rennen. Jo, wie läuft der Transfer? Echt top, Marcus, top. Bloom zapft definitiv die Leitung von Noodle an. Die haben Noodle sogar Teilzugriff auf ihre Inhalte gewährt. Ich bin ja auch für Frieden und Kumbaya, aber der Shit hier trägt eindeutig Dushans Handschrift. Wenn Bloom und Noodle auf die Art kooperieren, das ist ein Riesenfund. Aber es macht mir echt Angst. Ach komm schon, so schlimm ist Noodle nicht. Hey, viel Spaß mit dem Dump. Aber hebt mir ein Bier auf, okay, Ranch? Ich muss jetzt erstmal Code... kodieren. Hey, danke, Mann. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen. Klar. Aber kannst du dich jetzt mal verziehen? Du machst die Leute nervös. Was? Hey, hast du den Orangapfel probiert? Lecker, oder? Ich hätte auch gerne Orangapfel. Du siehst aus wie jemand mit vielen wertvollen Informationen. Gut. Sag mir alles, was du über DedSec weißt. Ach, da ist ein Typ gewesen. Ich habe aber keine Ahnung, wer das war. Blip. 2000 Follower. Nudelauto, aber das Nudelauto hatten wir doch schon, oder? Ah ne, das meine ich mit Nudelautos, okay. Egal, erstmal Forschungspunkte ausgeben.
Da fehlen mir Daten für. Was haben wir hier oben noch? Reizen. Nein, das auch nicht. Am Ende fehlen mir die Kerndaten, um Sachen abzugraden. Gangangriff, massive Kommunikationsstörung. Machst du sofort alle ablenken in meiner Nähe. So, Gangangriff provozieren. Und die Polizei dazu noch einsetzen. Das kann auf jeden Fall viel Verwirrung stiften. Stanford Power. Power sei schon Tower, wäre das, was in der Nähe wäre. Hey, ein neuer Follower meldet was Seltsames. Hat schon mal jemand was von ein paar freakigen Rattenmasken gehört, die vor dem MoMA rumhängen? Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy. Ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default. Default? Der Musiker? Default. Der Ex-DedSec-Hacker. Default. Das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Dum dum dum. Oh shit, dein Ernst, Alter? Hallo? Sitara? Josh? Bitte sag, dass das nicht das ist, was ich denke. Marcus, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ich werde getrollt. Wurde unser App-Server gehackt? Vielleicht solltest du herkommen, wenn du kannst. Bestimmt. Marcus, aufgepasst. Hier ist eine CTOS-Box, die befreit werden muss. Wo ist der Haken? Bloom Security. Die sind bewaffnet. Aber nichts, was wir nicht schon gemacht hätten. Hey, ich habe gerade die Nachricht abgefangen, dass Bloom die Daten sichert. Ich gebe dir vielleicht 5 Minuten. Moment, da steht das Nudelcar. Mein Gott, man wird von dem Spiel auch so zugeballert. Der Gewalttaten der Straßengang Tesca. Diese stand mit mehreren Morden in East Bay in Verbindung, die laut Experten selbst für Gangs von extremer Brutalität gekennzeichnet waren. Der Polizeichef warnte, dass CityOS und das SFPD das organisierte Verbrechen mit ein... Er ist tot. Fahr erstmal vor. Ja, ja, ich werde getrollt. Wo komme ich denn hier hin? Aha. Das hilft mir jetzt aber immer noch nicht, wie ich an das Fahrzeug komme. Das ist, glaube ich, auch nur eine Einfahrt dann. Hm. Ja, 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 Katze. Wir kümmern uns um dich, sobald die Zeit reif ist. Gerade nur, ob es hier irgendwo nicht noch einen Einstieg gibt. Du bist nicht außer Reichweite. Aber ich sehe da wirklich nichts.
Ach so, der ist hier hinter dem... Hinter dem Brett? Kann ich was gegen das Brett tun? Ja, ich müsste wahrscheinlich eh von draußen dann rein. Ja, es treut mich schon ziemlich, diese Katze. Kann ich das Brett vielleicht mit dem Auto kaputt fahren? Oh, hier fehlt mir auch ein Boost noch für das Ding. Na komm. Ah, jetzt ist das Brett kaputt. So, dann kann ich noch entsperren. Auf jeden Fall können wir so, glaube ich, das Auto freischalten, was hier drin ist. Beziehungsweise das Auto. Hi, Baby. Ich nehme lieber den Wagen anstatt den anderen. So. Jetzt mache ich aber erstmal kurz einen Break von der Aufnahme. Ist schon wieder spät. Ich war ein bisschen stiller, die Folgen. Hat noch ein bisschen was mit der Krankheit wahrscheinlich zu tun. Damit wir doch die Stimme ein bisschen schonen, wenn ich an Tyrannie denke zum Beispiel. Viel vorlesen im Rollenspiel. Und nächstes Mal kümmern wir uns um die scheiß Katze da.